Hallo Freunde. Ja. Ich habe gerade GTA aufgenommen, hatte einen PS3-Controller in der Hand und merke, dass der PS4-Controller wirklich sehr viel ergonomischer ist. Obwohl der andere mit Nostalgie punkten kann, ja, weil man den. Der gab es halt vorher und damit hat man schon länger gezockt, aber die haben schon was verbessert, muss man schon sagen. Ich spiele wieder Last of Us, ja. Wir müssen ja hier mal ein bisschen weiterkommen. Ich muss ja irgendwann mal Platin erreichen, ja, damit ich diese tolle neue von mir erfundene und jetzt nochmal beworbene Serie zu Ende führen kann und dann mit dem nächsten Spiel weitermachen können. Ich wüsste gar nicht, was ich nach Last of Us, aber darüber denken wir noch nicht. Darüber denken wir noch nicht. Ich habe jetzt, was sollte ich. Ach ja, stimmt, genau. Ich hatte jetzt irgendwie plötzlich eingebungsvoll GTA aufgenommen und zwar war ich war schon kurz nach Mitternacht fertig. Das schreit dann natürlich danach, nach einem optimalen Spiel in Last of Us zu suchen. Ich habe auch einfach nur vorgelesen, was da gerade oben im Bildschirm stand, weil ich kreativ, weil ich unkreativ bin. Kreativlos. Kreativlos wäre ein kreatives Wort. Das heißt, ich hätte mir wahrscheinlich dann auch wieder selbst widersprochen. Ja, und ich sitze hier und was wollte ich noch? Irgendwas ist mir. Ah ja, stimmt, genau. Ich hatte heute Abend ein bisschen eine Art Nickerchen gemacht und jetzt bin ich natürlich total wach. Jetzt ist die Nacht wieder mein Tag. Das ist natürlich super praktisch, wenn man auch, vor allem wenn man keinen Urlaub hat. 8 Spieler maximal. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich glaube, 8 Spieler sind das Maximum, was man hier haben. Ach ja, klar, 2x4. Ich bin ja sehr klug. Wir spielen jetzt einfach. Wir spielen jetzt einfach und schauen mal, wie es dann so läuft. Ich wusste auch nicht mal mehr, ob ich vorher die Audioaufnahme, die ihr hier gerade anhört von meiner wunderschönen engelsgleichen Stimme, ob ich mir da vorher mit Audacity die Rauschgeräusche der PlayStation rausfiltere oder ob ich das bei diesem Spiel, bei diesen Videos gar nicht mehr mache, weil beim Multiplayer ist es ja so, dass man hier meistens relativ laute Geräusche hat, wenn geschossen wird oder zumindest wenn diese Hintergrundmusik läuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist hier nicht so super hörbar, wenn die PlayStation im Hintergrund Geräusche macht. Lasst es mich wissen, wenn doch. Ja, die Entscheidung ist ja quasi schon gefallen. Nehmen wir Rathaus, dann hat es wenigstens mehr. Habe auch festgestellt, dass wenn ich Let's Plays mache, also wie im Sinne von GTA und nicht das hier, wo man. Ich muss hier live auf die Spieler. Ja, komm, nehmen wir Salven. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade eine Mission habe, gar nicht geguckt. Na egal. Wenn ich ein Let's Play mache, so wie in GTA, dann ist es doch noch ein bisschen was anderes, als wenn ich hier live auf die Aktionen von menschlichen Gegnern reagieren muss. Weil hier ist es ja tatsächlich so, dass man. Also sagen wir, so ein Spiel wie GTA ist ja relativ einfach, wenn man es drauf hat, die Missionen durchzuführen und die KI-Gegner, die manchmal etwas dumm sind, als Gegner hat, gegenüber sowas hier, wo man eventuell gegen einen Level 1000er spielt oder was weiß ich, was für ein Level der hätte, wenn 999 nicht das höchste wäre. Es ist eigentlich sogar Level 1000 so gesehen, weil ich glaube, man fängt ja mit 0 an und wenn 0 mitzählt, dann haben wir 1000 Level. Tja. Ich könnte jetzt sagen, dass ich das nur weiß, weil ich ITler bin, aber das ist völliger Müll, weil das ist quasi jedem bekannt, der in Mathe aufgepasst hat. Ich habe allerdings in Mathe nicht aufgepasst, deswegen gebe ich damit trotzdem an. So. Boah, und es läuft mit 60, in 60 Bildern pro Sekunde. Da muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Weil ich weiß gar nicht, wie San Andreas, auf wie viel, ich weiß gar nicht, auf wie viele Bildern San Andreas läuft. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mehr als 30. Naja. Ich schaue mal, ob ich die ganzen Sachen, die ich gelernt habe, hier noch. Ob die noch. Oh. Oh. Ob die noch umsetzbar sind. Also die ganzen Tipps, die ich über die Wochen und Monate von euch bekommen habe, wie man spielt. Zum Beispiel nicht die ganze Zeit geduckt gehen. All done, let's go. So, zack. Good to go. Hey, watch my ass. Good to go. Warum legt ihr die nicht ab? Los, dahin. Dahin. Bitte roll nicht hinter. Ja, da kann er ruhig bleiben, ja. So.
Da hinten habe ich mal einen Schrein gehört. Okay, die sind scheinbar alle da hinten gerade. Ich helfe mal nicht, weil ich bin ja ein Arschloch. Zack. Wo sind sie denn? Ach, da. Oh. Na? Nein, einer von uns. Warum? Wir waren doch am Gewinnen. Warum geht man raus? Batterie leer, okay. Egal. Klappt das? Ich meine, schon mal wiederbelebt, das ist besser als nichts. Wo sind denn alle? Ich sehe so wenig, ich habe nur einen Gegner gesehen. Also der andere, der jetzt hier gestorben ist gerade. Watch my ass. Ein Bahn, Messer. Let's go. Ah, da unten. I'm all done. Let's go. Meine Bombe hat offenbar niemandem wehgetan. Schade eigentlich. Aber ich will ja auch keinem wehtun. Oh. Hey, right there. Nein, warum? Hey, look, Firefly. Watch yourself. Turret's down. Keep it up. Hä? Nein. Wait a sec, I'll fix you up. Shit, that was close. Ich bewach mal diese Tür hier, Leute, ja? Ihr hört mich, ne? Uniform down. Down. Wait a sec, I'll fix you up. Nein, was soll... Das kommt davon, wenn man sagt, ich bewach diese Tür und dann die Tür nicht bewacht. Erst Verbesserung kaufen, ne? Und dann Rüstung, ja? Oder? Ich, vielleicht auch nicht. Fuck, I can't keep going like this. Na? Ja, immerhin. Wir sind doch relativ gut. Ich meine, nicht dank mir wahrscheinlich mal wieder, aber insgesamt. Alright, good to go. Ach komm, machen wir es einfach hier hin. Vielleicht habe ich ja Glück. War da hinten einer? Nee. Habe ich dort gesehen? Oh. Fuck. Hey, over there. One down. Ha, keep him coming. Hey, look, Firefly, watch yourself. Ich hab den markiert. Boah, bin ich ein Genie. Wahnsinn, bin ich gut geworden. Dead. Der soll nur kommen. Jetzt kommt wahrscheinlich von links einer. Muss mal aufpassen. Assist? Ja. Keep breathing. I got Wait a sec. I'll fix you up. I'm glad you're covering my ass. Warte mal, kommt da einer? Ich habe vergessen, wie man Schulter wechselt. Ich mach das irgendwie, versuche es irgendwie mit L3 zu machen, wie. Oder R3. Irgendwie geht das in Uncharted mit L oder R3 und ich habe in letzter Zeit Uncharted 1 und 2 gespielt.
Da habe ich mich natürlich ein bisschen an was Falsches gewöhnt. Wieder. Ich gewöhne mich viel zu schnell um. Hey, look, Firefly! Nein, warum? Hey, look, Firefly, watch yourself! Nein, ich wollte mich umdrehen! Ich habe den gesehen, ich dachte erst, das ist einer von mir, weil er so da steht. Naja, gut. Hm. Ich bin relativ zufrieden mit der Leistung, muss man schon sagen. Nein, ich habe mir... Nein, warum kaufe ich mir Munition? Ich bin relativ zufrieden. Vielleicht liegt das daran, dass ich generell in letzter Zeit ein bisschen mehr gezockt habe. Sachen außer einmal in die Woche Warzone oder so. Wo ich natürlich auch extrem gut bin. Gib mir einen Sek. Alright, good to go. Good to go. Es ist mir egal, ich schleiche jetzt wieder die ganze Zeit. Da hinten war doch. Die hocken doch da hinten in diesem Gebäude, ne? Mhm. Ah ja. Da kommt auch schon einer. Kann ich ihn markieren? Weil ich so ein Teamplayer bin. Hey, right there! Uniform! Good to go. Ja. Der ist doch bestimmt gleich rechts da. Und dann, ja, und da. Da sehen wir doch schon jemanden. Ich glaube, ich sollte mal meinen Freunden da helfen. Und irgendwo habe ich Boom gehört. Nein. Ja, da hinten. Kann ich jetzt leider nicht markieren. Aber ihr seht das. Oh, Alter! Nein! Italiener. Das erste Mal, dass ich einen Italiener habe arbeiten sehen. Aber nicht lustig. Oh. Ich dachte, das hätte sich jetzt für die Folge und ich bräuchte jetzt mir nichts mehr ausdenken, um euch zu unterhalten. Außer natürlich meinen enormen, die Punkte, die ich erreiche. So, erstmal ein bisschen rumlaufen, um die abzulenken. Und dann gleich Feuer da hinten hinwerfen, weil warum nicht? Alter. Oh oh. Fuckers, try some smoke. Get killed here. Oh, tut mir leid. Ich wollte ja keinen Kill klauen. Nein. 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 Nein! Wehe, du... Nein! Ich will doch nur Dreieck drücken, wenn ich hinter dem stehe.
Warum sind wir überhaupt schlechter jetzt geworden? Ich war doch die ganze Zeit, hab uns auch unser Team gecarried. Was haben die denn gemacht die ganze Zeit? Haben sich an den Eiern gekrault und einen gesoffen wahrscheinlich, ne? Ja, super. Gut, das ist natürlich jetzt nur eine Einstiegsrunde gewesen. Ich beende das Video jetzt aber danach, damit ich gleich noch eins aufnehmen kann. Dann habe ich nämlich quasi 2 in 1. Ich dachte mir, vielleicht sind kürzere Videos auch mal eine nette Abwechslung. Wow. Das. Oh, da hat er sich eine. Ich. Eigentlich, wenn. Mit der Waffe habe ich ihm den Tod gegönnt, muss ich sagen. Dass ich oben auf der Liste bin, das ist auch ein ganz schlechtes Zeichen für mein Team übrigens. Aber wenigstens Sfogo 97. Das sah erst aus wie Slogo mit einem L, das dieses komische schräge Ding in der Mitte hat, wie in östlichen Sprachen verwendet wird. Ich weiß bestimmt nicht, was ich meine. Also egal. Plünderer, neue Mitglieder. Gut, das ist mir egal. Neue Mitglieder sind mir scheißegal. Was will ich denn? K.O. mit Bombe. Ne, Markierung. Warum nicht? So, das Video ist aber jetzt vorbei. In der nächsten, also das nächste beginnt jetzt direkt. Deswegen danke für eure Bewertung und bis. Ich lade es vielleicht morgen hoch. Mal gucken. Oder bis dann. Tschüss.